Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Landwirtschaftssimulator 2013. Ich habe mir gedacht, es ist Ostern. Eiersuchen hat mich erinnert an Eiersuchen hier auf unserem Hof. Und genau aus dem Grund habe ich gedacht, wird's Zeit, dass wir hier mal den Landwirtschaftssimulator wieder auspacken. Hört sich doof an. Ich glaube, ich habe jetzt 4 Wochen lang nicht gespielt. Ich bin gerade mal am gucken, ob ich überhaupt noch weiß, wie das überhaupt funktioniert hier. Gerade noch mal hier durchgucken. Okay. Ah, hier haben wir die ganzen Bestände. Ja, wir haben ein riesen Kartoffellager. Wir haben Eier im Rucksack. Also brauchen wir die gar nicht suchen, weil wir haben sie schon im Rucksack. Und wir haben Gerste auf Lager. Und wir wollten, glaube ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, war das da drüben beendet? Also sprich, wir hatten da irgendwie alles geerntet, was zu ernten war, oder? Na gut, hier sieht es noch so aus, als könnte man noch ein bisschen, aber maschinenmäßig und abbaumäßig haben wir hier, glaube ich, alles gemacht. Ich muss mir gerade mal einen kurzen Überblick verschaffen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber nach 4 Wochen, wo ich das Spiel nicht gespielt habe, kann das schon mal passieren, dass man so ein bisschen aus den Augen verloren hat, was man dann eigentlich als letztes gemacht hat. Ach genau, hier könnten wir rein theoretisch noch Stroh einsammeln. Da bräuchte man allerdings erstmal so einen Strohsammelwagen. Und um den zu kaufen, müssen wir erstmal Geld verdienen. Also würde ich sagen, fahren wir mal ein bisschen verkaufen. Das ist doch ein super Argument, warum wir jetzt verkaufen. So, Kartoffeln in der Gaststätte bringt so viel. Güterbahnhof so viel, Hafen so viel. Ja, ich würde sagen, der beste Preis, den hat zurzeit für Kartoffeln die Gaststätte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es überhaupt schaffe, da so drunter zu fahren. Ich meine, ich habe ja mittlerweile doch einiges an Erfahrung sammeln dürfen. Ah ja, was so Anhängerfahrten angeht. Also ich stehe gut. Fallen genau rein. Ja, machen wir hier erstmal so hier den Anhänger voll. Ihr seht schon, da läuft mächtig Zeug rein. Eigentlich hätte man sich da mal auch einen schönen großen noch besorgen können vorher, damit man nicht so viel Fahrerei hat. Oder ist das sogar schon der große? Nee, nicht ganz. Naja, wie auch immer. Wir fahren damit jetzt mal runter zur Gaststätte und verkaufen die mal. Weil wir haben Kartoffeln ohne Ende und wenn wir dafür knapp 900 Euro kriegen, dann würde ich sagen, ist das ein super Deal, den wir nutzen müssen. Die Frage ist nur, was der schnellste Weg zur Gaststätte. Ich glaube, wir fahren da einfach mal hier rum. Boah, bin ich hier lange nicht rumgefahren. Ich weiß nicht mehr, welche Maschinen wir haben. Ich weiß nicht mehr die Vorfahrtsregel. Ach genau, die Vorfahrtsregel war, wo wir fahren, da fährt kein anderer. So wie hier in etwa. Ne? Auto, pass auf, wenn du einen Unfall baust, du bist schuld. So, und ich war hier so lange nicht unterwegs. Ich war hier echt so lange nicht unterwegs. Ich habe gerade gedacht, hat da was gefunkelt? Nö, hat nicht. Hat er mich gerade hier rechts überholt? Geht ja mal gar nicht. Eben fährt er da rein, jetzt fährt er schon wieder raus. Was ist denn das für einer? Der ist voll wendig. Hm? So, hier mal ein bisschen langsamer fahren, ob wir hier irgendwo noch was entdecken. Hufeisentechnisch. Müsste hier nämlich eigentlich irgendwo noch irgendwas rumliegen. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal die ganze Ortschaft abscannen. In jeden Winkel kriechen. Müssen wir mal schauen. So, wir fahren jetzt aber erst runter hier zur Gaststätte, denn wir haben es ja eilig. Unglaublich, wir haben es eilig, denn wir wollen Kartoffeln verkaufen. Wollen Geld machen, wollen einen größeren Anhänger kaufen. Damit wir noch schneller noch mehr Geld machen. Das ist schon grausam, ne? Wenn wir ganz viel Geld haben, können wir auch mal überlegen, ob wir hier das Grundstück kaufen und hier Kartoffeln anpflanzen. Das wäre mit Sicherheit das ein Wahnsinns-Deal. Apropos, ich glaube, wir brauchen auch wieder einen Krupper, oder?
Irgendwas war da. Ich glaube, das ist dann auch das nächste, was wir kaufen. So nur ein Grubber. Ich habe den anderen verkauft, weil ich gedacht habe, wir brauchen den nicht, aber zum Kartoffeln anpflanzen brauchen wir ihn dann doch. So, sind wir jetzt gleich am Ziel oder? Ach, wir fahren einfach mal hier so Quatsch, einfach so quer hier über die Straße. Wen juckt das? Wir haben ja die Warnleuchte an. Die müssen schon gucken, wo sie hinfahren. So, und wie war das? Ach genau, Kuh konnten wir abladen. Boah, und jetzt gibt's Asche hier. Wie das da hochläuft, ist ja unglaublich. Tja, und dann haben wir schon wieder 50.000. Super Sache dem. Ja, jetzt müssen wir wieder leer zurückfahren. Das sind immer so die Momente, wo ich mir Gedanken mache, was könnte ich euch erzählen? Was könnte ich euch erzählen? Also erstmal müsste ich ja mal einen Sendeplan erstellen. Ich glaube, wir könnten montags durchaus Landwirtschaftssimulator bringen. Ist ja gerade Montag. Könnte man eigentlich beibehalten, oder? Und was bringen wir dann Dienstag? Also eigentlich spiele ich ja nur Landwirtschaftssimulator, weil ich A, lang keinen Landwirtschaftssimulator gespielt habe und ich B, so faul war, jetzt ein Lenkrad aufzubauen für eine Aufnahme. So nachts um 0 Uhr noch schnell was aufzunehmen. Geht schneller, wenn man kein Lenkrad aufbauen muss. Ja. Also reine Bequemlichkeit war das jetzt, dass jetzt Landwirtschaftssimulator so plötzlich aus dem Nichts wieder auftaucht. Aber auf das Spiel hatte ich jetzt nochmal wieder Bock, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe denn echt so die letzten 4 Wochen habe ich das vermisst, einen Traktor hier durch die Gegend zu fahren. Weil ich habe auch offscreen so gut wie gar nicht mehr gespielt. Also ich komme ja momentan, ich komme zu so wenig momentan. Ich habe mir einfach ein bisschen viel, glaube ich, rausgesucht in letzter Zeit, was ich denn da so alles fabriziere und mache und tue. So, holen wir noch ein paar Kartoffeln. Wir haben ja genug von. Gucken, ob wir das nochmal hinkriegen, so schön daran zu fahren. Jawohl, ja, das klappt ja 1A. Super. Dann machen wir wieder schön den Anhänger voll mit Kartoffeln und dann fahren wir wieder darunter. Ich glaube, das gibt heute einen Verkaufspart. Jetzt mal hatten wir einen Erntepart, glaube ich, und heute machen wir mal einen Verkaufspart. Übrigens, mit Position 1 kann man diese Blinkleuchte hier an- und ausschalten. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, oder ich werde immer wieder gefragt, deshalb erwähne ich es hier nochmal, ne? Position 1, blink, 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 Position 1, blinken aus. Position 1, blink, blink, blink. Position 1, blinken aus. Ne? Coole Sache. So, und habe ich das auch mal erklärt. Hiermit, ich glaube, zum 5. oder 6. Mal offiziell im Let's Play erklärt. Die Blinkleuchte macht man an mit Position 1. Oder der Home-Taste, wenn es die gibt. Bei euch, vielleicht heißt sie bei euch auch Home-Taste. Ja, die ist neben Bild auf und neben Einfügen. Zwischen der 10er Tastatur, dem Nummernblock neben, und der normalen Tastatur. Ui, ja, Kamikaze-Fahrt hier, eines verrückt gewordenen, traktorfahrenden Let's Play-Bauern. So, und ich glaube, da ging's ab. Volle Kanne abgebogen, 90 Grad Winkel. Im Spiel geht alles. Ich fand das so lustig damals, wie ich die Tests gelesen habe hier zum Landwirtschaftssimulator, wo eine nicht ganz so realistische Physik beschrieben wurde, weil man da so Berge hochfahren kann mit dem Traktor und so weiter.
Und dann wurden da Vergleiche gezogen zu anderen Spielen, wo ich mich dann gefragt habe, es ist also realistisch, ne, dass ich mit dem Auto mit 300 gegen die Wand fahren überlebst. A la GTA. Sehr realistisch. Ultra realistisch. Ui, der hat uns gerammt. Der Hund. So, wir fahren mal querfeldein. Einfach über den Acker vom Nachbarn. Ich weiß gar nicht, was der kostet, aber ich glaube, wenn wir wirklich unseren Lagerbestand hier... wir haben ja noch 129.000 zu kriegen, wenn wir das alles abliefern. Dann haben wir noch das Gerstenlager und noch die Eier. Übrigens, die Eier könnten wir auf dem Rückweg mal schnell verkaufen. Da sind wir die auch mal los. Was haben wir ansonsten noch Schönes? Ach so, hier nehmen wir auf. Gefunden, Hufeisen haben wir schon 22 gefunden. Hm, auch nicht schlecht. Wolle haben wir jetzt 900. Ja, ich glaube, so 2000 Wolle könnten wir da oben kriegen bei denen. So, hier laden wir wieder kräftig ab. Hühnerbestand 101. Und trotzdem nur 58 Eier. So. Das soll ich mal ranhalten. Ich erwarte von jedem Huhn jeden Tag Minimum ein Ei. Ne? Und manchmal auch mal zwei. So, ach genau, Kühe. Kühe war auch sowas, wo wir uns nochmal drum kümmern wollten. Wir haben ja gesagt, so Kühe wäre nicht verkehrt. Was sagt denn der Kuhstall? Oh, wir haben keine, okay. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, Zumindest haben wir schon mal 71.000. Also der Finanzbestand, der macht sich gerade ganz gut. Wir hatten hier umgestellt von, normal auf leicht. Eine kleine Änderung, die ich in einem Kommentar gelesen habe, dass man das machen kann. Die Idee war ich vorher auch schon mal so grob gekommen, wusste aber nicht so genau, wo ich suchen soll. Dort stand schon ein bisschen näher der Weg. Dann habe ich es abgeändert und schwupps war das Spiel hier auf leicht, hatte andere Preise und konnte meinen guten, hart und sauer verdienten Erntebestand, konnte ich einfach mal zu besseren Preisen verkaufen, dass wir wieder zu Geld kommen. So, wir gehen mal hier durch, weil hier ist ja eine Eierverkaufsstelle. Bing! Kriegt man nur kaum was für. Können wir ja gerade mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo... ein Hufeisen in der Nähe liegt. Wo wir schon mal da sind, bleiben wir gleich hier und gucken uns mal um. Nö, haben wir nichts. Steigen wir wieder ein. Müssen wir Licht wieder anmachen. Das geht irgendwie automatisch aus. Der Traktor läuft weiter, aber das Licht geht automatisch aus. Super Sache. Ja, dass der Traktor weiterläuft, ist ja eine Mod. Finde ich es auch cool, weil wenn man der einfach aussteigt und der Traktor bleibt irgendwo laufend in der Landschaft stehen, der verbraucht einfach weiter Sprit. Das interessiert ihn mal gerade gar nicht. Und damit wird es dann wirklich interessant, auch mal so einen fahrbaren Tank zu kaufen, dass man die Fahrzeuge, die irgendwo liegen bleiben, dann einfach dort auftankt, wo sie gerade liegen geblieben sind. So, was könnte ich denn jetzt noch machen? Ich glaube, wir parken mal kurz da. Ich mache den mal aus. Mal ausgemacht. Dann drücken wir mal P für den Shop. Shop, Shop, Shop. Und dann gucken wir erstmal, was wir haben. In unserem Besitz. 1, 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 1. Okay. Neuer Traktor gibt es ab 94.000. Kosten, Unterhaltskosten ein bisschen weniger wie den wir jetzt haben. Ist allerdings auch ein bisschen leistungsärmer. Erntemaschinen, Kartoffelernter, Rübenernter, Kipper, was wollte ich? Krupper, genau, Krupper, Krupper, Krupper. 3 Meter, 3 Meter, 6 Meter. 6 Meter Krupper hört sich gut an. Kostet allerdings auch 22.000 Euro. Schnäppchen. Okay, und warum kosten die so viel, wenn die auch nur 6 Meter haben?
Muss ich nicht verstehen. Kaufen wir doch einfach den für 22.000, der reicht doch, oder nicht? Kapperbings und gekauft. So, können wir den mal ganz kurz abhängen. Ach so, nee, ich muss ja Motor wieder anmachen. Glühspule. Mal schnell runter zum Händler fahren, mal schnell das Ding da holen. Aber ich weiß nicht, ob der kleine Traktor, den ich dafür vorgesehen habe, das Ding überhaupt bewältigen und stemmen kann. Das müssen wir uns dann angucken, wenn es soweit ist. Ja, ich bin ja dafür bekannt, dass meine kleinen Traktoren hier echt unrealistisch schwere Arbeit leisten müssen und bald unter der Last zusammenbrechen. So, oh, jetzt haben wir ihn umgefahren. Ja, noch nicht mal richtig gekauft, schon kaputt gemacht. So, da haben wir ihn dran. Okay, Vorderräder bleiben unten. Sieht so aus, dass das Gewicht es hält. Naja, wie man es nimmt. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Traktörchen von uns dieses schwere Ding da wirklich stemmen kann. Ja, von der Lenkung her würde ich sagen, die Vorderräder sind etwas unterbelastet. Aber interessant wird es erst, ob der Kleine da, ob der das Ding tragen kann. So, weil jetzt machen wir das nämlich ganz einfach. Jetzt machen wir nämlich hier zack, bumm, peng. Ja, das ist alles ein bisschen hier, was soll ich sagen? Hier wird viel fallen gelassen und so, ne? Macht nichts. So, wir rennen mal hier rüber. Hier kann ja zum Glück nichts kaputt gehen. So, lassen wir das auch einfach mal fallen. Ach so, genau, wir müssen ja Zündspule. Blink, blink, blink. Den Scheinwerfer an. Und nicht umfahren, das Ding. Nette Kollisionskurve hat er da. Ach, das Gewicht ist so schwer vorne dran. Der kann kaum. Ach du lieber Himmel. Ja, der fährt nicht richtig rückwärts, weil das Gewicht vorne so schwer ist. Ich glaub's jetzt nicht. Oh Leute, das gibt's doch nicht. Ich brauche das Gewicht da dran, weil habe ich das nicht da dran. Dann schafft er das auf keinen Fall, das Ding. Achtung, so, jetzt bin ich gespannt. Ah, und jetzt fährt er sich wieder normal. So, jetzt bin ich mal richtig gespannt, ob er das überhaupt schafft, das da durchzuziehen. Ich glaube, mit X fahren wir es aus, genau. Und mit H legt er los für Helfer. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der das kann. Der kann das. Ich bin begeistert, der kann das. Fährt er auch gerade? Der fährt auch gerade. Staubt wie Oschi. Super Sau. So, dann springen wir wieder in unseren Mist. Nee, oh Mist. Mist, hallo. 1000 Tasten. So, da sind wir. Da wollen wir hin. So, Lampe schon mal an und, ach so, das ist der Kartoffelleger. Ich dachte eben schon, ey, habe ich jetzt einen zweiten Kuba gekauft? Wäre natürlich total schwachsinnig gewesen. Nee, haben wir nicht. Passt. So, dann hier wieder rückwärts kräftig ran. Kurven. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt. Wow. Hier wieder rückwärts rankutschen, um dann das Ding aufzusammeln. Und dann machen wir hier den Anhänger nochmal voll. Danke, dass ihr mitten in meine Lenkbewegung rein die Mission hier aufpoppen lasst.
Ja, und jetzt stimmt's wieder nicht vom Abstand her. So, das habt ihr davon, ne? Das ist nämlich nur wegen dieser blöden Mission jetzt gewesen. Mann, das darf nicht wahr sein. Jetzt fahre ich noch rückwärts gegen Silo. Ist zum Mäusemelken. So, jetzt lädt er wieder ein. Und während der hier unseren Anhänger voll macht, sag ich, weiterverkauft und gegruppert wird in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Nick frei zockt Landwirtschaftssimulator 2013. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.